Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppo Plays Blocks That Matter. Und ich habe mich dafür entschieden, mal dieses Humble Bundle Update hier zu machen. Ich habe da noch überhaupt nicht reingeguckt. Es gibt hier 10 Level, die kamen wohl, also das Spiel wurde wohl irgendwann mal beim Humble Bundle released. Da habe ich es mir aber nicht gekauft, und aber da gab es so ein Humble Bundle Update irgendwann mal. Und das erste Level heißt Chocolate Rain. Und ich falle. Okay, ich kann mich nicht bewegen, nicht wirklich zumindest. Hä? Ich konnte mich nicht bewegen. Okay. Das macht mir die Schokolade kaputt. Okay. Das kann ich nicht aufmachen. Hier habe ich ein Geschenk. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Thematisch ist auch sehr akkurat. Also ich weiß, dass dieser... Also ich nehme mal an, dass dieser Schokoladenblob ein Feuerblob wäre. Und dass, wenn ich mich jetzt hier so runterbaue, dass mir der hier eben diese Teile wegmacht und ich dann runter kann. Ja, macht er auch. Und dann diese lustigen Steine. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Es könnten Sandsteine sein. Kann ich ja mal ausprobieren, was das für ein Stein ist. Nee, ist ein ganz normaler Stein. Und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich hier hochbauen. Ja, ist eigentlich jetzt nicht so das spannende Level gewesen, sag ich mal. Ach, es geht noch weiter. Es ist immer noch ein Level, oder? Oh, hier, ein Herzblock. Oh, der Herzblock ist wohl... Ja. Ist wohl so ein Eisblock. Und da oben haben wir noch ein Geschenk. Wahrscheinlich müssen wir jetzt... das Geschenk hat uns gegeben 4 von diesen Blöcken. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich dem Typen einen Weg bauen, dass er da rüberkommt. Also das sind ja feste Blöcke, genau. Ich finde, das ist eine sehr coole Idee, so ein thematisches Level zu machen. Auch wenn es erstmal verwirrend ist. Ich glaube, so müsste gehen, oder? Ja. Ach so, jetzt kommt der Typ nicht daran. Er müsste es eigentlich... Nee, er schmelzt die nicht. Jetzt habe ich ihn getötet und jetzt habe ich es verkackt. Mhm, auf jeden Fall interessant. Also ich muss irgendwie die Blöcke da alle runterbekommen. Ach so, und ich kann... Ah. Ja, hätte ich... Okay, ich starte nochmal neu. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, ich kann mir ja auch einfach dort oben... Ich kann ja dort oben die Blöcke einfach abbauen. Ah, nee, kann ich nicht. Hä, warum kann ich denn da nicht darüber springen? Das ging doch davor auch, oder? Ging das etwa nicht? Hm, ich werde es nochmal ausprobieren auf jeden Fall. Ja, geht. Ah, aber die Blöcke kann ich nicht abbauen. Beim letzten Mal konnte ich die, glaube ich, noch abbauen. Hm. Ja, jetzt, das Rätsel in diesem Level ist wohl irgendwie zu schaffen, die Blöcke sinnvoll zu verteilen. Hm, ich kann ja mal hier, hier, hier und hier probieren. Ne, jetzt habe ich es mir verbaut. Ich weiß gerade gar nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, ich stelle mich gerade mal wieder an wie der erste Mensch. Ah, ich finde das echt cool gemacht mit den Geschenken und der Schokolade und so. Und den neuen Texturen quasi. Was ich probieren könnte, wäre... der letzte Stein sollte halt nicht... Was, wenn man das so macht? Ah, das scheint zu funktionieren. Na dann. Mach uns mal die Schokolade weg, Schokoladenblob. Ja, und das ist unser Ziel. Oder unser Fastziel. Ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Ui. Jetzt sind wir wieder hier in der Schokoladenwelt. Die können wir alle nicht einsammeln. Ah, den soll ich nicht wegmachen. Da bekommen wir ein Geschenk. Und zwar schwarze Schokolade. Ist der schwarze Schokolade? War der andere heller und hat der weiße Schokolade gegessen? Oder wir müssen hier... Ah, wir könnten hier auch einfach sprengen, ne? Hm. Ich versuche erstmal den Ansatz zu sprengen. Es lässt mich nicht sprengen. Hallo, ich will... Okay. Ich kann in der Schokoladenwelt also nicht sprengen. Mhm. Dann versuche ich mal... Achso, der steht im Weg. Dann versuche ich mal den Ansatz hier. Nee, ist auch kein guter Ansatz. Versuche ich es mal so. Und guck mal, ob der die wegmacht. Ja, macht er.
Jetzt haben wir natürlich den einen Block da nicht mitbekommen. Den können wir nicht einsammeln, den können wir nicht einsammeln. Und jetzt habe ich irgendwie einen Block zu wenig, um da hochzukommen. Ja, starten wir doch nochmal neu. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt, was man hier machen soll. Ich bin auch noch so völlig überwältigt von den Texturen, weil ich irgendwie nicht verstehe, welche ich jetzt mitnehmen kann und welche nicht. Und das war, glaube ich, ziemlich doof. Ja, war es auch. Ich glaube, dass es irgendwie möglich sein sollte, dem hier so einen Weg zu bauen. Nee, falscher Knopf. Ist vielleicht so, dass wenn wir dem hier so einen Weg bauen, sag ich mal, dass er uns vielleicht den anderen Stein da freiräumt. Genau. Ach so. Jetzt hat er uns aber nicht nach unten den Weg freigeräumt. Dann hätten wir trotzdem nur drei Steine. Also, nochmal von vorne. Nochmal von vorne den Spaß. Ja, in der Schokoladenwelt. Also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass er das berührt. Achso, wir haben noch überhaupt nicht die Steine. Die muss ich natürlich erst holen. Okay, also. Wir wollen am liebsten berühren eigentlich beide Sachen. Aber so wird das nicht klappen, oder? Nee, das muss es direkt berühren. Dann probieren wir es doch mal so. So, so und so, das reicht halt auch nicht. Irgendwie, da gibt's bestimmt irgendwie einen Trick. 1, 2, 3 und dann komme ich nicht nach unten. Eins, zwei, drei. So würde ich es berühren, aber das bringt mir halt auch nichts. 1, 2, 3 und so komme ich nicht nach unten weit genug. Irgendwie fühle ich mich gerade. Okay. Wenn ich den setze. Nee, auch nicht. 2, 3, nee. Das ist natürlich auch doof. Also es wäre schon möglich, die zu setzen. Aber halt irgendwie. Auch doch nicht. Also es wäre schon möglich, die zu setzen, wenn ich die setzen könnte, wie ich sie wollte. Das ist auch ein doofer Satz gewesen gerade. Naja, ich werde einfach mal hier nach unten aufbauen. Oder Moment mal, okay, nochmal einmal zurück. Ich bin gerade echt überfragt, was sie von mir wollen. Also den kann ich mir holen. Dann habe ich 6 Steine. Ach so, ich habe eine, natürlich. Ich glaube, ich verstehe, was sie von mir wollen. Also, ich kann ja hier den bauen und dann den runterbauen. Und das müsste, denke ich, passen. Dann mache ich hier den und den. Und jetzt mache ich dann den und den und das scheint nicht zu passen. Jetzt macht er nur noch, jetzt macht er nur den Stein hier frei. Und sprengen habe ich ja schon ausprobiert, geht auch nicht. Das ist echt eine verzwickte Situation gerade. Also irgendwie, ich komme zwar auch so nur auf drei Steine, aber das ist tatsächlich schwerer als die Bonuslevel, zumindest die ersten. Okay. Also wir brauchen hier, hier oder... Also wir müssen also auf jeden Fall hier, hier oder hier einen Stein hinsetzen. Das wissen wir. Und hier oder hier muss auch einer sein. Also hier oder hier. Ich sag einfach mal hier, weil das mehr Sinn macht. Da sind wir nämlich näher am Boden und näher an dem anderen Stein. Jetzt müssten wir oben einen Stein setzen können. Das bringt uns aber auch nichts eigentlich. Was mich mal wundern würde, ist folgendes. Wenn ich jetzt hier so einen Stein mache und hier so einen Stein, dann da so einen Stein. Nee, zurück. So einen Stein. Da so einen Stein, so einen Stein, so einen Stein. Und das geht nicht. Das geht vom Logistischen her nicht. Vom Logistischen her. Ja. Ich würde halt gern. Aber ich habe jetzt eine geile Idee. So, das probiere ich gleich nochmal. Also. Ah, hat eh nicht geklappt. Naja, dann. Dann ist ja eh. Ach so. Fühle mich gerade wie ein Idiot. Und ich bin, glaube ich, auch einer. Mir fällt gerade erst ein, der kann ja auf die Paketdinger laufen.
Deswegen, wenn wir einfach hier so ein Paketteil hin machen und hier so ein Paketteil und dann, ach so, wie macht man dann die anderen? Vielleicht so, Schoko, Schoko, nee. Ich mach erstmal Paket, Paket. Schoko, Schoko, und dann müsste ich, okay, warte, ich warte erstmal, bis der nochmal gelaufen ist. So, jetzt springe ich hoch und dann warte ich nochmal, bis der nochmal gelaufen ist. So. Jetzt habe ich es aber, glaube ich. Paket, Paket, Schoko, Schoko. Dann hole ich mir die zwei. Dann mache ich hier hin Paket, Schoko, Schoko und Paket. So, es sollte ja eigentlich jetzt funktionieren, oder? Ah ja, aber es hat mir halt gar nichts gebracht, weil ich jetzt an kein einziges der Pakete mehr rankomme. Aber das klärt ja immer noch nicht, es klärt auch immer noch nicht meine ursprüngliche Frage. Wie soll ich denn an vier Sachen hier rankommen? Also ich brauche ja noch mindestens vier Teile eben. Ach so, natürlich, ich kann ja bestimmt eins sparen. Also ich versuch's noch einmal oder zweimal oder dreimal oder ganz oft. Eine sehr schokoladige Folge auf jeden Fall. Okay, ich hab mir natürlich was gedacht jetzt. Und zwar, ich brauche ja nur drei Teile, drei Schokoteile eigentlich, also. Ich bin gerade voll am Rotieren, ja, aber wie kann ich die Schokolade platzieren, dass sie jetzt nicht verschwindet? Ach so, ich kann sie eh nicht mehr einsammeln. Dann Kommando zurück. Dann mache ich das mal. Vielleicht. Nee. Oh, ist das doof. Also irgendwie muss ich jetzt. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe schon ganz oft gesagt, dass ich eine Idee habe. Und dann war es wieder nur irgendwas völlig Dummes, das eh nicht funktioniert. Aber ja, ich denke, ich muss halt vier Blöcke halt irgendwie retten. Davon mussten sein, drei von diesen weiß-blauen Blöcken und ein Schokoladenblock muss ich halt retten irgendwie. Also ich kann die auch nicht mitnehmen hier, die Schokolade. Die ist hier solide wie ein Stein. So, also, der Plan ist diesmal alles direkt zu bauen, wie es gehört. Schokolade, Schokolade, Ding. Und jetzt gehe ich hier hoch. Und du läufst hier mal bitte rüber. Aber der will nicht rüberlaufen. Oh, ist das kompliziert. Heieiei. Ich glaube, in dem Level, also in dieser Episode, schaffe ich gar nichts. Und wundere mich einfach nur, wie das funktionieren könnte. Ja. Kann auch nicht mehr bauen. Ins Baumenü komme ich nur noch mit einem Stein mehr. Oh, das ist echt ein fieses Teil. Ein fieses Level. Muss ich sagen. Wahrscheinlich, also ich glaube auch, dass ich diesmal nicht das Offensichtliche übersehe, sondern dass das Level einfach, ja, ich sag mal, sehr präzise ist mit dem, was man machen muss, damit das funktioniert. Also ich sag mal, das dürfte ja passen eigentlich. Wenn ich die zwei dann wieder mitnehme, dann habe ich wieder genau vier. So war es nicht geplant. Aber an sich. Moment, das ist auch eine Idee. Ich könnte den auch runterfallen lassen. Zwar nicht auf mich jetzt direkt. Aber wenn ich den runterfallen lasse, könnte das eigentlich auch ziemlich hilfreich sein. Zwar so. Fuck. So war es nicht geplant. Aber ich kann, ach ja, so, ich kann ja nochmal einfach so bauen, sag ich mal. Nee, nicht so, wobei, ist ja wurscht. Ja, ich kann einfach so bauen jetzt.
Nimm den Hit hier. Ach Mist, und hab nicht alle Teile bekommen. Das wäre natürlich jetzt saugut gewesen, wenn wir die alle Teile bekommen hätten. Aber da fällt mir ja auch ein, wir müssen ja nochmal. Oh Mann, das sehe ich ja jetzt erst. Wir müssen ja nochmal da links. Auch durch die Schokolade nochmal durch. Es sei denn, wir bekommen irgendwie einen TNT-Block oder sowas in dem anderen Geschenk. Holy fuck, da haben sich die Entwickler aber nochmal ordentlich reingelegt in dieses Level. Eieiei, ich hab mir was vorgenommen. Ich glaube, ich gehe nie wieder in die Humble Bundle Update Level rein, in meinem ganzen Leben nicht. Ah, die sind schrecklich. So. Ich würde das gern so einfach machen. So. Ja, einfach nur so. Ja. Genau so. So und nicht anders. So. Jetzt nehme ich diesen einen Hitter, den ich wahrscheinlich bekommen werde, in Kauf. Ja. Darf halt nicht nochmal gehittet werden. So, und jetzt wehe, da oben ist kein TNT-Block drin, dann weine ich. Dann werde ich weinen. Live on stage. Bitte gib mir einen TNT-Block-Spiel. Bitte, liebes Spiel. Bitte ein TNT-Block. Bitte. Oh nein, noch mehr Schokolade. Oh, was soll das? Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob der Typ da, ob der Typ da irgendwie hilfreich wäre. Also ich weiß, dass er braune Schokolade wegmachen kann. Aber ich weiß nicht, ob der auch, wenn ich das so mache, das würde tatsächlich reichen, ne? Moment, nochmal zurück. Halt, stopp, ich hab's nicht geschafft, oder? Das würde halt tatsächlich genau ausreichen auf die Schokolade genau, sag ich mal. Dann mache ich das hier in einen normalen Block. Okay, ich mach das einfach mal. Und dann hier und hier so ein Block. Wenn meine Berechnungen richtig sind, habe ich mir jetzt gerade einen Weg geschaffen. Oh Gott, ich bin so geil. Also es war schon sehr viel Glück dabei, dass ich das geschafft habe. Und ich hoffe ganz, 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 ganz ehrlich, dass das jetzt hier das letzte von den Schokoladenleveln waren. Das Level einfach sau schwer war. What the fuck, ey, warum ist das so schwer? Oh bitte. Oh nein, es geht noch weiter. Nein, das geht noch weiter. Okay, der linke, der isst weiße Schokolade und der rechte, der isst hellbraune Schokolade. Denke ich mal. Ich glaube. Okay, ich glaube, ich habe schon vergeigt. Vielleicht kann man die auch gar nicht runterfallen lassen. Ich hole mir erstmal alle Blöcke, die ich kann. Und dann schaue ich mal, was passiert. Also ich denke halt, dass mein Ziel da in der Mitte ist und dann bräuchte ich. Also rein theoretisch müsste ich ja jetzt nur so machen. Ja, den Hit natürlich mitnehmen, der war natürlich eingeplant. Nee, eigentlich nicht, aber. Ja, und jetzt wird's etwas schon schwerer, sag ich mal. Weil jetzt vier Blöcke nicht mehr reichen, oder? Dass sie da rauffällt. Ah, ich habe eine Idee und die Idee ist gar nicht mal so dumm, glaube ich. So, zack, zack, zack. Und zwar. Ja, ich sollte den Block. Also der Block. Ich glaube, wenn ich den Block wegnehme, wenn sie genau über mir ist, also. Und zwar jetzt. Genau. Ach scheiße. Die gehen ja auch weg. Aber jetzt ist sie weiter in der Mitte und das bringt mir halt auch gar nichts, ne? Ich starte es nochmal neu, diesen Part hier. Ich habe Angst, wenn ich. Also, das Problem ist jetzt auch, ich kann es nicht einfach ausmachen und so tun, als ob ich das nie gespielt hätte. Weil dann natürlich. Ach so, kann ich eigentlich die weißen Blöcke mitnehmen? Nein, natürlich nicht.
Weil wenn ich es jetzt einfach ausmache und das mitten im Level ist, was ich mal annehme, dass das mitten im Level ist, weil es immer noch alles so Chocolate-teamed ist, da muss ich vielleicht nochmal neu alles und so und dann. Ich glaube auch nicht, dass das ein Level ist. Habe ich jetzt schon 4 Level geschafft oder so? Ich habe keine Ahnung. Es könnte auch nur ein riesen Level gewesen sein. Also bis hier wussten wir noch, dass das so zumindest richtig scheint. Ich mach mal auch nochmal so. Ja. Ach so, ich bin so dämlich. Die Lösung ist so offensichtlich halt, ne? Warum holen wir uns nicht einfach das weiße Schokoladenviech und lassen es hier rauf? Und dann holen wir uns das braune Schokoviech und lassen es auch darauf. Nur darf ich mich jetzt nicht treffen lassen von dem braunen Vieh. Nein, das war schlecht getimed. Ah, okay, das muss man wahrscheinlich timen. Okay, aber ich denke, ich habe im Grunde genommen raus, wie es geht. Na, das ist ja auch schon mal was Schönes. Und ich weiß, ich habe echt Angst gerade, wenn ich jetzt ausmache und das tatsächlich nur ein riesen Schokolevel ist, und ich dann alles nochmal machen muss, dann ärgere ich mich. Deswegen mache ich das nicht aus jetzt. Einfach so nachdem ich so ein Level habe. Naja, ich werde mal gucken. Also recht viel länger kann ja ein Level nicht gehen. Das wäre ja Folter. So. Machen wir mal so. Ach so, jetzt habe ich die anderen zwei noch nicht weggemacht. Okay, schon mal den Hit nicht genommen. Den ersten. Das heißt, ich kann beim anderen ein bisschen weniger gut aufpassen. Okay. Oh geil. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch in die Mitte springen. Geil. Ja, haben wir das auch geschafft. Und ich glaube einfach nicht, dass das alles ein Level sein soll. Ich guck einfach mal nach. Okay, ist ein anderes Level. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Episode. Beim nächsten Mal geht's wieder weiter mit Blocks That Matter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und tschüss.